Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Eckbert Herting aus Lübeck und es ist eine Freude für mich, dieses Satellitensymposium zu moderieren. Es heißt diesmal Satellitensymposium, nicht Lunchsymposium. Die Landstüte müssen sich in diesem Jahr leider denken. Aber nun denn, bei den Temperaturen hat sich hoffentlich jeder mit Wasser bewaffnet. HMO, HMO-Supplementierung bei Frühgeborenen, aktuelle klinische Daten, mittlerweile eine Abkürzung, die so geläufig ist, dass man sie eigentlich nicht mehr einführen muss. Darum soll es in der nächsten Stunde gehen. Sie haben einen Programmablauf von dieser Veranstaltung ja erhalten. Wir starten mit einem Grundlagenvortrag. Wo stehen wir in der Forschung? Haben dann die Möglichkeit, etwas aus einer ersten klinischen Studie zu hören. Haben danach dann ausreichend Zeit für die Diskussion. Unser französischer Kollege als Gastredner ist eben mit einer digitalen Präsentation nur anwesend. Er ist nachher nicht in der Diskussion, aber wir haben das Glück, Frau Dr. Monika Chen dann in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Das ist die Kollegin, die sozusagen ganz wesentlich für die Koordination dieser klinischen Studie verantwortlich war. Das heißt, wenn es da Detailfragen gibt, sind Sie da genau an der richtigen Adresse. Damit sind wir beim letzten Punkt, bevor es losgeht, dem Thema Fragen. Da würden Sie auffordern, den Chat zu nutzen. Und zwar gerne schon den Chat zu nutzen, während die Vorträge eben laufen, was Ihnen da in den Kopf kommt. Schicken Sie das uns als Frage. Wir haben das aber so vorgesehen, wie ja schon erwähnt, dass wir am Ende zusammen diskutieren wollen und nicht gemeinsam und nicht nach jedem einzelnen Vortrag eine Diskussion haben. So, der Vorrede. Wir starten in die Sache und das ist mir eine Freude, den ersten Vortragenden vorstellen zu dürfen. Herr Dr. Possner, den Sie ja auch auf dem Bild hier sehen, ist ein bekanntes Gesicht seit vielen, vielen Jahren auf den GMPIMS, auch auf anderen deutschen Kongressen. Ich war dann doch ein bisschen überrascht zu lesen, dass er schon 15 Jahre diese Position innehat, eben als Medical Director of National Nutrition Institute for Europe. Die Gründung solcher Institutionen zeigt eben dieses Bemühen, auch aus der Grundlagenforschung in die unmittelbare Anwendung zu kommen. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Stärken sicher von Herrn Dr. Possner über die langjährige Verbundenheit mit dieser Thematik. Aus Zeitgründen schenke ich mir mal den Rest des Lebenslauf. Wir haben selber schon mal über diese besonders interessante Zeit in Petersburg gesprochen, die Sie dort in Ausbildung und Studium verbracht haben. Aber Sie haben auch gleich eine Doktorarbeit gemacht, damals zum Mikrobiom. Und insofern sind Sie dem Thema verhaftet geblieben. Ich würde Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten. HMO, HMO, wo stehen wir in der Forschung? Ja, vielen Dank für die freundliche Anmoderation, Herr Professor Hertigen. Und ich möchte einfach einführen in das Thema, ein bisschen mit dem Überblick, wo stehen wir, vielleicht auch ein bisschen zu sortieren, was wissen wir auch vielleicht noch nicht, um sozusagen die Voraussetzung für den nächsten Vortrag und dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen provokativen Statement für die Diskussion einzuladen. Insgesamt ist es einfach interessant, wenn man sieht, und das ist so, die Anzahl der Publikationen haben sich im letzten Jahrzehnt vervierfacht. Im Moment ist das Tempo im Prinzip noch höher, weil einfach sehr, sehr viele Gruppen daran forschen und man sich sehr, sehr viel in der Zukunft vielleicht auf unterschiedlichen Gebieten von diesen Humanmilcholligosacchariden verspricht. Also ein bisschen der Versuch, wobei schon das ein bisschen ein provokatives Statement ist, was wissen wir heute über HMOs, weil da müsste man theoretisch ja die gesamte Zeit des GMPI-Kongresses nutzen, um durch die Publikation durchzugehen. Deswegen fokussiere ich mich ein bisschen und frage und gucke einfach auf die frühe Kindheit und letztendlich der wesentliche Ansatz der humanen Milcholigosaccharide ist ja auf das Darmmikrobiom.
obwohl wir wissen, dass etwa 1-2% der Humanmilcholigosaccharide auch absorbiert werden und dadurch systemische Wirkung entfalten. Aber ein großer Aspekt ist letztendlich auf die frühe Etablierung des Mikrobioms. Und wir wissen einfach, dass dieses Mikrobiom durch verschiedene Dinge gesteuert wird, intrauterin wahrscheinlich schon durch den Maternal Diet. Wir wissen über das Gestationsalter, dass die Zusammensetzung im Prinzip im Mikrobiom ganz anders ist. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die HMO-Verteilung in der frühgeborenen Milch, sozusagen in Preterm Milk, anders aussieht als in Term Milk. Wir wissen, dass der Kaiserschnitt oder die vaginale Geburt entscheidet. Wir wissen, dass das Stillen eine besondere Rolle einnimmt, also oder bei Frühgeborenen vor allen Dingen die Ernährung mit Muttermilch, die ja Gott sei Dank wieder sehr im Trend ist, dass man wieder Muttermilch oder Donormilch nimmt. Aber auch sowas wie Antibiotics hat natürlich einen wesentlichen Einfluss und damit auch vielleicht auf, wenn das Mikrobiom beeinflusst ist, auch auf die Toleranz von Ernährung und anderen Dingen. Ein kurzer Ausschnitt ist letztendlich die Diskussion zum Beispiel bei Kaiserschnitt und Antibiotika. Da wissen wir, dass die Darmmikrobiomentwicklung sehr beeinflusst wird. Sie sehen links eine Meta-Analyse des Darmmikrobioms und Sie sehen im Prinzip den klaren Shift von Bifidobakterien bei Kaiserschnitt entbundenen Kindern sind es deutlich weniger. Es ist auch eine ganz andere Vielfalt dieser Bifidobakterien. Also es gibt einen klaren Unterschied, vor allen Dingen am Anfang. Über die Zeit wird er wieder ausbalanciert. Aber am Anfang, und das ist immer genauso die Diskussion, es sind diese Anfänge, wo dann noch vielleicht die Immunstimulation im Prinzip zustande kommt, dann doch eine programmierende Wirkung, dass obwohl sich die Darmflora überausgleicht, dass das, was aber am Anfang stimuliert wird, als metabolisches Profil länger wirkt. Und das ist so dieser Link der Diskussion. Natürlich haben wir keine keine Ursach-Wirkungsbeziehung, aber der Link in die Studien, die eben zeigen, dass die Kaiserschnitt- und Antibiotika-Kinder höhere Risiko, vor allen Dingen für die Atemwegsinfektion haben, gerade auch für die frühen Atemwegsinfektionen, dann aber auch für Allergien und natürlich auch dieser Zusammenhang von Übergewicht. Also Assoziation, aber der Einfluss des Mikrobioms ist sicherlich dabei ein ganz interessanter Faktor. Dann haben wir selber im Prinzip eine große Kohorte, wir nennen das die Lactation for Infants Feeding Expertise. Das ist eine Muttermilchkohorte, wo wir letztendlich Muttermilchproben in unterschiedlichen Ländern haben. Sie sehen auch hier die globale Verteilung, um einfach als erstes mal zu verstehen, wie ist denn die Dynamik von Humanmilcholigosacchariden in Muttermilch? Und Sie sehen, dass das mehr als 2000 Participants sind, also Mütter, die uns Proben zur Verfügung stellen. Wir haben über 8000 Proben, die ständig jetzt unter unterschiedlichen Fragestellungen zur Verfügung stehen und analysiert werden. Nicht nur auf die Humanmilcholigosaccharide, auch auf bestimmte Fettevolutionen, aber heute ist der Fokus im Prinzip auf die Humanmilcholigosaccharide. Dann, wir wissen davon im Prinzip, und das kennen Sie, kann ich gleich mal durchklicken, dass wir letztendlich ungefähr so 150 bis 200 verschiedene humane Milcholigosaccharide in ihren Strukturen identifiziert haben. Grundsätzlich teilen sie sich im Prinzip in drei Hauptkategorien. Einmal eigentlich zwei Oberkategorien, die neutralen und die sauren. Und die neutralen unterteilen sich nochmal in die fokussulierten und nicht fokussulierten. Und die sauren sind dann die sialierten humanen Milcholigosaccharide. Und das untere Bild soll Ihnen einfach zeigen, was wir momentan aus den Studien, aus den präklinischen Daten im Prinzip wissen, ist, dass auch unterschiedliche Vertreter von den humanen Milcholigosacchariden unterschiedlich an bestimmten Benefit-Plattformen im Prinzip ansetzen. Also Sie sehen, diese Mikrobiomreifung wird viel gesteuert von den fokussulierten, von den neutralen. Die Entwicklung der Immunkompetenz, da kommt dann auch die sauren im Prinzip mit rein. Grundsätzlich die Daten zur Darmgesundheit, die eher in so einer Mischung von allen drei Gruppen ist, die Knochenentwicklung, wo es im Prinzip Daten gibt, dass die fokussulierten, aber auch ein Vertreter des, wie das aus dem Neutralen, das LNT eher positive Wirkung zeigt, wenn es auf die kognitive Entwicklung zeigt, zumindest was wir heute entsprechend den Studien wissen, dann gibt es eher Assoziation zu Muttermilch und 2FL-Menge und kognitive Frühentwicklung und zu den sogenannten sialierten
HMOs, die ja auch Teile der Hirnstruktur, der Hirnzellen im Prinzip mit ausmachen, dass die positive Entwicklungsstimuli mit auswirken können. Dann die Frage, die metabolische Programmierung. Also das ist im Prinzip ganz interessant, dass wir mittlerweile ja eine Ebene tiefer gehen in dem Studium auch der Bifidus-Bakterien, Flora. Das gibt es sicher einige Publikationen, nicht nur im Prinzip sich mit dem Gesamtspektrum der Bifidus-Bakterien beschäftigt, sondern im Prinzip mit spezifischen Vertretern der Bifidobakterien, weil natürlich das wahrscheinlich der interessante Ansatz ist, die positive Wirkung, die man der Bifidus-Flora insgesamt bei den gestillten Kindern zuspricht, dass das im Prinzip über die Humanmilcholigosaccharide sehr selektiv gesteuert wird. Und das scheint auch ein klarer Gegensatz in der Wirkung des präbiotischen Effekts zu den klassischen Präbiotika im Prinzip zu sein. Die wachsen, stimulieren einfach unterschiedliche Wachstumsparameter. Und hier im Prinzip eine ganz aktuelle Arbeit zur Frage eben der Zusammensetzung des Darmmikrobioms und der Produktion von Shorty Fatty Acids, also sozusagen der metabolische Fingerabdruck. Und Sie sehen hier im Prinzip in einem Modell, wo man praktisch Flora untersucht, wenn man dann letztendlich fokussiert ist, also 2FL dazu gibt, dann steigt die bifidogene Wirkung. Also Sie haben mehr Bifidobakterien, Sie haben weniger Gasproduktion. Aber was interessant ist, Sie haben mehr Short-Chain-Fatty-Acids und vor allen Dingen dabei hauptsächlich das Acetat im Prinzip. Und das Acetat ist insofern ganz interessant, weil man das Acetat auch mit verschiedenen sozusagen Health-Benefits im Prinzip in Verbindung bringt. Also es ist wahrscheinlich die Steuerung des Immunsystems über die Bifidobakterien, über verschiedene Mechanismen, aber auch über solche Shorty Fatty Acids, wo das Acetat im Prinzip eine spezifische Rolle spielt. Entschuldigung, jetzt geht es ein bisschen schnell. Ja, und hier wollte ich Ihnen einfach nochmal zeigen, dass eben dieser Acetatanteil sehr unterschiedlich abhängig ist von der verschiedenen Bifidus-Bakterien. Also Sie sehen im Prinzip, dass so ein Hauptvertreter des Bifidobakterium Belongum relativ viel Acetat produziert, der Infantis eine relativ große Rolle hat, aber im Prinzip andere Bifidobakterien, die letztendlich gar nicht so beitragen. Aber wenn man die Vertreter oben, die in grün, gut stimuliert hat durchs Wachstum, dann sieht man, dass diese Abundance von diesen Bakterien auch zu einer Erhöhung des Acetatspiegels im Prinzip im linearen Modell führt. Also viele Bifidus-Bakterien dieser Spezies führen zu einem höheren Acetat-Level. Und dann hat man in präklinischen Untersuchungen einfach sich nochmal angeguckt, ob eben hauptsächlich über diesen Acetatmarker, ob dabei zum Beispiel bei bestimmten Infektionen, wie hier die Überlebensrate nach Infektionen mit pathogen E. coli und dann assoziiert mit B. longum, mit diesem Longum, Subspezies Longum, sorry, die sind ja alle neu einklassifiziert, die Bifidobakterien, dass wenn Acetat im Prinzip produziert wird und das hoch ist, dann ist die Überlebensrate deutlich größer. Und rechts sehen Sie einfach nochmal auch im Modell, im präklinischen Modell, dass diese Acetatproduktion durch die spezifischen Bifidus-Bakterien im Mausmodell zum Schutz vor einer RSV-Infektion im Prinzip führt. Also man versucht, die Mechanismen zu verstehen. Und das Interessante ist auch, dass man das Gleiche bei den Pathogenen sieht, also im Ausgleich des Mikrobioms, dass die HMOs wirklich das Wachstum spezifischer Pathogene im Prinzip verhindern können, deutlich. Es gibt viele Pathogene, die wachsen überhaupt nicht auf Humanmilcholigosacchariden, während sie auf anderen Oligosacchariden oder Kohlenhydraten doch zum Wachstum stimuliert werden können, zumindest im isolierten Modell. Und das letztendlich führt zusammen, dass wir versuchen, immer mehr die Wirkmechanismen zu verstehen, also die direkte Interaktion mit spezifischen Rezeptoren, also diese Glykan-Bindungsproteine, wo letztendlich die gleiche Struktur bei dem HMO ist und das dann auch zur Retierung von Pathogenen führen kann, die dann an die HMO anbinden.
dass sie eine sehr spezifische Stimulation des Wachstums der Darmmikrobiom haben mit einer spezifischen mikrobiellen Stoffwechselproduktion, die eben dann auch einen Einfluss auf die Säuglingsphysiologie haben und sie dienen als konditionelle Nährstoffe und Bausteine einmal für die Darmflora, aber auch für das Darmepithel insgesamt. Und basierend, was wissen wir im Prinzip dann klinisch? Was hat man im Prinzip bisher in den klinischen Studien? Es gibt viele Studien zur Zusammenhang mit Muttermilch, auf die gehe ich jetzt nicht nochmal im Spezifischen ein, aber welche Untersuchungen gibt es zurzeit im Bereich der Säuglingsmilchnahrung? Das sind hauptsächlich die Untersuchungen mit 2FL, die zeigten, dass es eine gute Sicherheit ist und Toleranz, dass die Immunentwicklung, Immunregulation stimuliert wird, ähnlich gestillter Säuglinge. Bei den Infektionen ist interessant, ist es hauptsächlich die oberen Atemwegsinfektionen in der frühen Phase und diskutiert, aber noch nicht natürlich bestätigt, ist der mögliche Zusammenhang auch zum Risiko für atopisches Ekzem. Die gleiche, aber mit einer Kombination, ist untersucht worden in einem therapeutischen Produkt für Kuhmilcheiweißallergie, wo man im Prinzip bestätigende Daten gesehen hat, die man auch von dieser Kombination bei Säuglingsmilchnahrung gesehen hat, dass es immer zu einer Verringerung vor allen Dingen der Atemwegsinfektionen kam und auch da zur Verringerung des Antibiotika-Einsatzes. Also die Kinder waren seltener antibiotikapflichtig erkrankt. Diesen Zusammenhang hat eine Studiengruppe auch nochmal untersucht mit dem Antibiotika-Zusammenhang. Da sehen Sie hier einfach links die sogenannten Muster des Darmmikrobioms, Community Types, wo man sieht, dass diese gestillten Kinder sehr viel Bifidus-Bakterien haben, während die Kontrollformula relativ viel gemischte Flora hat, also dieses Grün und erst die Testflora, wenn mit 2FL und LNT mehr Kinder so eine typische Bifidus-Flora ausbilden. Und wenn Sie dann nach rechts sehen, und das war das Interessante, dass man das erste Mal diesen Link geschafft hat zum Mikrobiom und zur Antibiotika-Einsatz, da sehen Sie, dass das Risiko für Antibiotika-Einsatz deutlich geringer ist, wenn man so einen fäkalen Community-Typ hat, den man beim gestillten Kind sieht und nicht diesen Mischtyp, den man eigentlich bei normalen flaschenernährten Kindern sieht. Also das könnte im Prinzip die Wirkungsweise erklären. Wo geht's hin? Natürlich weitere, es stehen auch mehr zur Verfügung. Wir forschen im Moment und bringen in die Säuglingsmilchnahrung eine Kombination aus 5. Diese 5 machen 40% der 20 allgemeinen Muttermilch gemessen HMOs aus. Und vor allen Dingen die auch hauptsächlich studiert sind. Denn von den 200, die man strukturiert gefunden hat, sind gar nicht so viele im Prinzip in Studien bisher untersucht. Sie sind als sicher anerkannt und decken zum ersten Mal alle drei Hauptgruppen im Prinzip ab. Das ist das Interessante. Die ersten Studienergebnisse, die letzte Woche oder vor 14 Tagen auf dem World Kongress der pädiatrischen Gastroenterologen vorgestellt worden ist, zeigen als erstes natürlich Sicherheit und Toleranz, war es überhaupt kein Problem, aber man sieht deutlich den positiven Einfluss aufs Darmmikrobiom. Das kann ich hier nur andeuten, weil die Daten noch im Prinzip zur Veröffentlichung anstehen. Und auch darmassoziiertes Immunsystem, bestimmte Faktoren werden also deutlich beeinflusst, sind deutlich unterschiedlich zur Kontrollformula ohne den Humanmilch-Oligosacchariden. Und damit möchte ich zusammenfassen und einfach zeigen, wo geht es im Prinzip hin. Ich glaube, dass es interessant ist, humane Milch-Oligosaccharide weiter zu beforschen, für die Immunkompetenz von Säuglingen zu fördern. Ich glaube, dass der richtige Schritt ist, wirklich schon mal die Hauptkategorien, die Lücke zu schließen. Also da ist schon spannend, die Ergebnisse, aber ich glaube, konsistenter und größere könnte es werden, wenn man wirklich mit den drei Hauptkategorien arbeitet. Und Sie werden im nächsten Vortrag sehen, die spezifischen HMOs könnten im Prinzip die Toleranz für den Nahrungsaufbau bei Frühgeborenen im Prinzip verbessern. Und in Zukunft natürlich, das was auch untersucht wird, nicht in unserem Feld, aber grundsätzlich, wenn Sie in die Literatur gucken, dass man sich auch vorstellen könnte, dass humane Milcholigosaccharide im Pharmabereich und als Medikament eingesetzt werden. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank. Applaus muss nun digital fast ausfallen. Wie in der Einleitung
besprochen sollte uns dieser Vortrag ja vor allen Dingen die Hintergründe, die Perspektiven zeigen. Wir haben schon gehört, mit einer dieser Perspektiven geht es jetzt im nächsten Vortrag weiter. Ich möchte Sie noch mal daran erinnern, dass Sie in den Chat Ihre Fragen schreiben. Das können Sie auch am Ende machen. Aber natürlich, wenn Ihnen jetzt oder während des Vortrags schon was einfällt, dann nur los. Ja, ich hatte erwähnt, dass der nächste Vortragende jetzt leider aus organisatorischen Gründen nicht persönlich anwesend sein kann, aber es ist eine ausgesprochene Freude, den nächsten Redner vorzustellen, Jean-Michel Hesket, würde der Engländer sagen, das H auf Französisch wahrscheinlich lieber so weglassen, Asprey ist der richtige Name. Ein europaweit in der Neonatologie sehr bekannter Kollege, der die Neonatologie in Nancy leitet, sehr breit aufgestellt in der Forschung zum Thema Atmung, auch zum Thema Suffekten, aber in den letzten Jahren zunehmend auch ganz viele Sachen und Studien zum Bereich Nahrung und Ernährung, eigentlich mit all den Themen, die uns so in der Neonatologie interessieren. Standardisierung des Nahrungsaufbau, auch zu Muttermilchsupplementierung haben sie eben gearbeitet, in der Gruppe sehr erfolgreich gearbeitet. Und heute geht es um das eben schon angesprochene Thema, nämlich die ersten Ergebnisse einer Studie, die Möglichkeiten dieser HMO-Supplementation eben im frühgeborenen Bereich in einer ersten klinischen Anwendungsstudie beobachtet haben. Ich würde die Regie jetzt bitten, den Vortrag für uns einzuspielen. Dear colleagues, I am going to present a topic on microbiota and human milk oligosaccharides on premature infants. I'll finish this presentation by showing some preliminary results of an intervention trial in premature infants with HMO. For this presentation. First, we need to recall that in term-born infants, the total number of bacteria is about the same than the total number of human cells, which shows how microbiota is important. It comprises beneficial bacteria, such as lactobacilli and bifidobacteria, neutral type bacteria, such as E. coli and bacteroides, and harmful bacteria, such as Staphylococcus and Clostridium, all of them in good balance. In healthy term-born infants, bifidobacteria is the most abundant species in the microbiota. But what about premature infants? Do we really know what is the most predominant bacteria beneficial for the infants? In the EpiPage 2 National Cohort Study in 2011, 3,161 premature infants were studied. Their gestational age were 24 to 31 weeks gestation. Within this cohort, 106 infants presented with necrotizing enterocolitis above a stage 2 of DEL. A high risk of NEC was associated with a slower rate of feeding and less breastfeeding. But in a subset of 94 cases, we were able to study microbiota. Microbiome was associated with NEC. As you can see on the right part of the slide, the number of colonized infants with Clostridium were significantly higher in the infants presented with NEC in black as compared to the control in gray. Of note, no infants colonized with bifidobacteria presented with NEC in that study. In the Epiflora study from the same group, 577 infants were studied with stool analysis and 1 month of age and followed up to 2 years postnatal age. Gut microbiota were grouped into 6 clusters with regard to the most predominant bacteria found in the microbiota. Of note, one cluster did not have amplifiable bacteria because of low bacterial load.
As you can see here, the first cluster had Enterobacter predominant here. The second cluster had Clostridium predominant. The third cluster had E. coli and Shigella. The fourth cluster was Citrobacter. And the last cluster, Staphylococcus. Looking at the association with NICU practices and 2 years outcome, we first showed that the infants with cluster 4 and 5 were significantly younger than the infants with cluster 3. Therefore, cluster 3 was taken as a reference. When looking at NICU practice, we observed that there were less late onset sepsis in cluster 2 and 3 as compared to cluster 4, 5, and 6. Infants who benefit from skin to skin during the first week had significantly more abundant with cluster 3 as compared again to cluster 4, 5, and 6. Finally, the infants who benefit with breastfeeding during the first week were significantly higher with cluster 3 than the other groups. Looking at the two-year outcome, we looked at the combined outcome of death and age and stage questionnaire to assess neurodevelopment. Again, cluster 3, the more mature one, was significantly lower here with regard to cluster 4, 5, and 6, with a relative risk of about 7, 5, and 6 in that population. In this study, Korpela and colleague showed an association between microbiota and HMO. They compared the microbiota of the infants born either by vaginal delivery, whose mother had HMO in their milk in light blue, vaginal delivery without HMO, cesarean section with HMO in the milk, and cesarean section without HMO in the milk. And as you may see here, there was no difference between the infants born by vaginal delivery, but 2-fucosylactose HMO in mother's milk alleviated the effect of cesarean birth on infant gut microbiota that was in term-born infants. Again, some studies found an association between microbiota diversity and HMO. For instance, in this study by Berger, here you have in green the level of diversity index in breastfed infants, in blue, control infants who received infant formula without 2-fucosylactose and LLMT as HMO, and in red, infants who received infant formula with HMO. And as you may see here, 2-fucosylactose and LLMT enriched infant formula shifts gut microbiota closer to breastfed infants. HMO content in human milk may be very variable. Several studies showed an influence on maternal genetics, as some infants were described as secretor for HMO, others are non-secretor for HMO. Therefore, HMO content would be very different and diversity would be different between secretor mothers and non-secretor mothers. In addition, Austin and colleague demonstrated that the milk of mothers delivered prematurely was significantly lower in 2-fucosylactose for the first 3 weeks of life as compared to the milk of mothers who delivered at term. So one may ask the question about HMO supplementation, may it has a benefit on microbiota and beyond in preemies? Clinical safety and efficacy data are required in order to address that question. Therefore, we designed a study about the effect of a liquid supplement containing 2-HMO in preterm infants. The study goal was to demonstrate feeding tolerance among preterm infants measured by non-inferiority in days to reach full enteral feeding in the HMO group versus a placebo group.
a shorter time to reach full enteral feeding would be an indication of adequate gastrointestinal tolerance and helps to provide sufficient nutrition to assure growth and impact the outcome. Secondary outcomes would be growth parameters, gastrointestinal symptoms, adverse events after 12 months corrected age, fecal microbiota, gut maturation, and breast milk HMO composition. Here is the design of the study. It was a prospective, randomized, double-blind controlled trial in 27 to 33 weeks gestation infants in 7 French centers. Early administration was given as soon as possible after 24 hours trophic feeding and, in any case, before 7 days postnatal age. You may see here the protocol in light blue HMO supplement or placebo intervention period, the pre-full enteral feeding period, and then full enteral feeding with a collection of data every week after discharge. Full enteral feeding was defined as both enteral feeding volume of about at least 150 mL per kilo per day and parenteral nutrition discontinuation. The product is colorless and odorless solution. The osmolarity is 260 milliosmol per kilogram at a concentration of 0.1 gram per mil. It contains 2-fucosylactose and LLNT at a ratio of 10 over 1, with a dosing of 0.125 gram per kilo 3 times a day to reflect breast milk composition. The product is given before gavage or before feeding if the infant is mature enough for sucking. Gestational age was not different between the two groups, 29 weeks in the HMO group versus 30 weeks in the placebo group. There was no difference either for very low or extremely low birth weight infants. Weight for HD score, length for HD score, and head circumferences were not significantly different to start. However, there was a slight difference, but not significant, for SGA infants. There was no difference for sex, and the rate of cesarean section were similar in both groups. Postnatal age at first HMO administration was the same in the two groups. When we look at the exposure to intervention and milk feeding, you got the HMO group in black and the placebo group in blue. In the pre-full enteral feeding period was the same at the same duration between the HMO group and the placebo group. The full enteral feeding period duration was not different between the two groups either. There was 41.9% of donor human milk in the pre-full enteral feeding period, and that was about the same in the pre-full enteral feeding period in the placebo group. Mother's own milk was also the same. However, despite not significant, it was lower than in the placebo group in that study. Prevalence of formula feeding increased through the full enteral feeding period, as you may see in both groups. The primary tolerance outcome, the time to reach full enteral feeding, was achieved. Non-inferiority of time to reach was achieved, as you may see here, for the full analysis set and also for the per protocol analysis. Adjusted mean time to reach full enteral feeding was 12.2 days in the HMO group versus 14.3 days in the placebo group, but that was not significant. We need to point out that the study was not powered for that. As far as growth and short-term outcome, as you may see here, HMO group in red, placebo in blue, there was no difference for each time point of the study between the two groups. For the head circumferences for HZ score, and that was the same picture for height, there was no difference either throughout the study, but at discharge, where there was a significant difference in favor of the HMO group as per head circumference for HZ score. Morbidity showed no difference between the groups. There were low average gastric residuals going from 0 to 3 mL per kilo per day.
mean stool frequency around 3 to 4 stools per day. We observed 2 NEC in each group. There was 1 abdominal distension versus 4 with diarrhea in the placebo group, and 1 versus 2 adverse event caused product discontinuation in those group, and that was not significant. So in summary, the primary endpoint of tolerance, non-inferiority in time to reach full enterophilil, was achieved in this study. There was a trend towards reduced time to achieve full enterophilil, about 2 days, but that was not significant. Weight gain was similar in both groups, but head circumference and length were slightly greater at discharge in the HMO group. That would conclude that HMO supplement may support improved early postnatal growth. We observed comparable outcomes of gastrointestinal symptoms and gastrointestinal adverse effects, leading to the conclusion that HMO supplementation is safe and well tolerated in premature infants. Come, we are still on an ongoing analysis with the 86 premature infants. We're going to get some fecal microbiota results. We'll have some gut maturation and immune biomarkers. That would be fecal calprotectin, alpha-1 antitrypsin, and secretory IgA. We'll have milk HMO content and composition in more than 800 samples. And we looked at 2 to 24 months clinical outcome. Of note, not all infants have reached 24 months postnatal age yet. In conclusion, we may say that in premature infants, gut microbiota may show different patterns correlated with NICU practices and immaturity, and may be associated with morbidity and outcome. Microbiota appears to be associated with HMOs in preemies. HMO supplementation, when given as soon as possible after birth, is safe and well tolerated. It supports age-appropriate growth in weight, and it's consistent with length and head circumference improved early postnatal growth. For your time and your attention, and I'd like to thank all the co-investigators of this study. Thank you. Okay, ich sag mal merci und hoffe, dass dieser Dank dann irgendwann auch nach Frankreich kommt. Ich glaube, immer ein ganz entscheidender Schritt, solche Erkenntnisse dann auch in die Klinik zu transportieren. Und ich glaube auch dieser Aspekt Safety First und Fragen aufzuzeichnen, die in weiteren Studien dann bearbeitet müssen, sind sehr, sehr wichtig. Nun, die letzte Folie war die Danksagung und da haben Sie ganz oben den Namen von Frau Dr. Chen gesehen, die wie am Anfang schon kurz angesagt und zugeschaltet ist. Der klinische Leiter dieser Studie steht uns ja nun leider nicht zur Verfügung, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie Detailfragen haben, dass wir die natürlich, sagen wir, auch wunderbar an Frau Chen stellen können. Wir würden die dann übersetzen. Also ich möchte Sie ermutigen, jetzt wirklich den Chat zu nutzen, um Fragen zu stellen. Ich schaue da mal rein. Da gibt es eine erste Frage, die gleich an Herrn Posner geht. Ja, von Herrn Bernhard, einem Kollegen, der sich auch sehr mit Fett und Lipid- und Surfaktenforschung beschäftigt, dem wahrscheinlich Ähnliches durch den Kopf ging wie mir. Weshalb gibt es 200 von diesen Dingern? Warum sind das so viele? Die konkrete Frage, die Herr Bernhard aber stellt hier, Herr Posner, spielen Propionat und Butyrat neben Acetat nicht auch eine Rolle? Also sicher. Also das ist eine unterschiedliche Targetfrage, ne? Die habe ich jetzt nicht beleuchtet. Es ist halt, ich glaube, dass es interessant ist, dass man jetzt noch mehr versuchen muss, in welchen, also nicht nur nach den Bakterien, sondern die metabolischen Profile, die dahinter stehen, die letztendlich zur Wirkung führen. Und wir haben
uns jetzt das, wo wir drauf fokussiert haben, oder ich jetzt in der Präsi, einfach um auch ein bisschen das zusammenzustellen, was wir halt gesehen haben, ist so, dass wir konsistent eigentlich in den Daten sehen, wenn wir klinische Untersuchungen, dass es hauptsächlich auf die Atemwegsinfekte geht. Und dabei der Ansatz nochmal zu gucken, ob da bestimmte Bakterien oder bestimmte Profile im Prinzip vielleicht erklärend mit sind. Und zumindest hat jetzt, was wir bisher wissen, scheint diese bestimmten Bifidobakterien, die mit einer hohen Acetatprofilierung im Prinzip oder ein hohes Acetatprofil bilden, dass das im Prinzip in parallel geht mit der Risikosenkung für die Atemwegsinfekte. Aber das schließt andere natürlich vielleicht auf andere Target-Benefits überhaupt nicht aus. Ja, vielen Dank. Ich hätte als Kliniker natürlich nochmal eine Frage an Dr. Chen, und I will translate the question in a minute. I will just mention it to German first to the audience. Und hier wurde ja sozusagen das Prinzip eines Non-Inferiority-Trials gewählt, was ja Vor- und Nachteile hat. Und Sie haben natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen so ein ermutigendes Ergebnis mit diesen 2 Tagen Verkürzung im Nahrungsaufbau. War natürlich jetzt nicht signifikant. Aber Sie haben ja sicher berechnet, welche Fallzahlen man denn bräuchten würde, um solche Studien eben durchzuführen, wenn man sozusagen auf den Endpunkt mal zielen würde, der ja klinisch relevanter ist. My question was that in the trial you used non-inferiority design, which of course has pros and cons. And of course one of the encouraging results is the 2-day difference that kid reach full enteral feeding, because this could be really something of clinical relevance. You certainly looked into the data. I mean, this was not significant due to lack of power, very, very, very clearly with the sample size that you had. So what are your thoughts about that? Are you going to plan a future study on that endpoint, which has a larger sample size with a different design? What are your thoughts? Yeah, thank you for that question, Dr. Hertin. As Professor Hasquet has mentioned in his presentation, to date, there has been no safety data for these 2 HMOs in preterm babies. So our primary hypothesis is for non-inferiority, because our primary aim was to prove safety first. And but from a statistical point of view, if we achieve non-inferiority, we can actually look at superiority, but with the same effect size. So at the time when we powered the trial, we looked at the difference in time to reach full enteral feeding between formula-fed babies and human milk-fed babies. And this, from a safety limit, was a difference of 4 days. So the difference of so the HMO group should achieve no greater than 4 days later to time to full enteral feeding compared with the placebo group was our safety hypothesis. But at the same time, because we achieved non-inferiority, then we can move on to look at superiority. But unfortunately, this effect was a true effect was only 2 days shorter to reach full enteral feeding. But our trial was powered to see a difference of 4 days. This is why with a bigger sample size, this will reduce some of the variability that we saw in the 95% confidence interval. And then that gives us the significant p-value. So definitely in the future, I think that we could plan additional trials, but this does not discount the results that we already saw in this trial, simply because the effect is smaller than what we had planned. So it was causing a bigger variability in the data. What I think could be the solution is that we generate more data for HMOs in preterm babies, and we can even somehow pool the data together once we have more of the clinical data, so that we have a bigger, similar to a meta-analysis, if you will, because we know it's very challenging to do clinical trials in preterm babies.
So if we can somehow have more studies for HMOs, particularly these two HMOs in preterm babies, and somehow pull the data together, this will help us to reduce some of the variability as well. So I think to confirm the significant shorter time to reach for enteral feeding by 2 days, we can always generate more clinical data in the future. But currently, in the current trial, that does not discount the results that we see, because simply the hypothesis was a difference of 4 versus 2 days. So that's a statistical explanation for the non-significant p-value that we saw. And you're right that this shorter time to reach for enteral feeding is clinically a parameter of feeding tolerance, and I think is very clinically and biologically meaningful for preterm babies. Okay, thank you very much. We have another, eine nächste Frage, die eigentlich so im ähnlichen Kontext geht, die würde ich aber vielleicht mal an Herrn Posner richten, weil es auch so ein bisschen um die Frage strategische Ausrichtung geht und was kommt als nächstes. Denn es wurde ja gezeigt, dass diese HMOs als Supplemente eigentlich relativ einfach zuzusetzen sind, ohne sehr großen Aufwand, so dass man natürlich schon denken würde, auch größere Studien, wir haben das ja gerade auch schon angesprochen, seien sehr leicht möglich. Wird sowas geplant von Nestle im Bereich, jetzt nochmal spezifischer im frühgeborenen Bereich? Naja, ich glaube, dass wir, es laufen zum Beispiel weitere Studien. Also ich sage mal, so einfach ist es nicht, auch weil sie haben natürlich immer noch eine ganz hohe Safety-Sache im Prinzip, die noch in der Produktion und die müssen stabil bleiben und so weiter und so fort. Also was wir jetzt ja erstmal haben, ist ein Supplement mit diesen zwei HMOs. Und ich sage mal, das ist wie überall, deswegen war auch jetzt erstmal die Frage der Sicherheit, aber parallel laufen natürlich sowohl im frühgeborenen Bereich, also es läuft jetzt eine Studie mit frühgeborenen Nahrung und wir überlegen natürlich auch in Zukunft, es geht ja sehr schnell, also vor 10 Jahren hat man eins zur Verfügung, dann zwei. Ja, also manche werden ja im Prinzip in Muttermilch untersucht, aber sie stehen ja einfach für die Industrie noch nicht zur Verfügung, weil sie noch keiner herstellen kann. Ja, also deswegen läuft das so parallel, welche kann man herstellen und sicherlich, was wir uns gerade angucken, ist jetzt im Prinzip diese 5 Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich geht es dann weiter. Man muss natürlich auch irgendwann gucken, spielt natürlich auch, wir sind immer noch im Bereich der Ernährung, spielt natürlich irgendwann auch ein Kostenpunkt eine Rolle, den man einfach mit berücksichtigen muss. Vielleicht nicht für ein Supplement für Frühgeborene, wenn man jetzt zum Beispiel noch deutlichere Benefits im Prinzip zeigt. Aber das ist eine Reise, die hat jetzt begonnen. Wir führen die Reise. Mittlerweile sicherlich mit den großen Daten, die wir aus der Muttermilchkohorte haben und natürlich auch, wenn die Studienansätze in Frühgeborenen und Reifgeborenen. Aber ich glaube, dass wir da auch auf der GNPI sicherlich bei einem Symposium noch weitere interessante Ergebnisse in der Zukunft hören. Ja. Ist ja ein bisschen ein Parallel, also das ist so ein bisschen wie mit anderen auch. Deswegen ist am Anfang immer erstmal der Fokus auf Sicherheit. Da müssen wir gucken, ob das Sinn macht. Deswegen ist es preislich jetzt nicht übertrieben. Es ist völlig nachvollziehbar Dings. Und man sieht eben diese Toleranz im Feeding, diese Verbesserung. Und das könnte ja vielleicht erstmal der Einstieg sein. Aber die Forschung geht also absolut weiter. Ich diskutiere schon mit einigen Häusern neue Protokolle, aber dazu darf ich gerade nichts sagen. wenn man den Vortrag gesehen hat, klar, dann versteht man dieses Design der Studie. Man hat eben gestoppt in dem Moment, wo die Kinder dann nach Hause gingen, im Grunde genommen. Wenn man natürlich jetzt auch mal sozusagen Ihren Vortrag nochmal abruft und so ein bisschen auch die paar Daten, die man dann sieht, eben RSV, klar, das ist ein Thema, was jetzt frühgeborene, reife, neugeborene tangiert, aber auch speziell Novo oder eben Rotaviren, stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht eher auch vielleicht eine ähnliche Studie bräuchte, die sozusagen, naja, ein bisschen weiter guckt und vielleicht ja, einen Endpunkt nach einem halben Jahr. Natürlich, wenn ich Outcome habe, muss ich noch später den Endpunkt setzen. Wir haben ja von den französischen Kollegen gehört, dass sie einmal Follow-up machen, was wichtig ist. Aber auch das würde man sich ja vielleicht gut vorstellen können, dass es da eben doch starke Additive Effekte gibt, die den Frühgeborenen dann auch durch das frühe Säuglingsalter hindurch
bessere Chancen geben können. Also absolut, ein absolut wichtiger Kommentar und vielen Dank dafür. Das ist ja genau das, genau. Also das ist auch das, was uns bringt, beim nächsten Protokoll einfach länger im Prinzip die Supplementierung für die Frühgeborenen machen. Bei den Reifgeborenen, wie gesagt, das, was ich Ihnen heute angedeutet habe, waren die ersten Studienergebnisse des Follow-ups nach 4 Monaten. Aber da ist auch das erste Mal so eine Kohorte, die letztendlich das ganze erste Jahr im Prinzip diese 5-HMO-Komplexe kriegt und dann wirklich noch nachuntersucht wird bis zu 2 Jahren. Also das ist auch eine Kohorte, die immer wieder Ergebnisse liefern wird. Nur es ist halt so, dass wir das parallel immer fahren müssen. Wir haben halt immer 2 Aspekte im Kopf. Einmal natürlich den wissenschaftlichen Aspekt, aber der zweite ist natürlich immer die regulatorische Fragestellung. Und das sind ja sogenannte Novel-Zutaten, also neue Zutaten, die alle immer eine Probe brauchen, also eine Bestätigung. Und deswegen ist halt der Anfang immer auf Sicherheit. Mittlerweile machen wir die Designs schon so, dass in der Statistik schon bestimmte, sage ich mal, klinisch mögliche relevante Eckpunkte mit reingenommen werden, damit man natürlich auch parallel arbeiten kann. Ja, prima. Wir haben noch eine weitere Frage nochmal von Herrn Bernhard, die heißt, heißen diese Ergebnisse nicht, dass wir schnellstens die Untersuchung der Stuhlmikrobiota in die Routinediagnostik Frühgeborener mit aufnehmen müssen, zumal das nicht invasiv ist? Dann müssen wir mal die Mikrobiota-Daten abwarten von der Studie. Maybe we can ask Monica, when do we expect the microbiota data for, because we received the question whether our data on the microbiota may support the idea that we may need to do a routine investigation of the stool flora to see what is happening in the preterms and what can be concluded out of that. For the microbiota, we're using the latest shotgun metagenomics technology, so it gives us very detailed levels of species and also on a genus level. So with this big data, we're currently going through the analysis, and similar to some of the approaches that Professor Haskell had presented in his presentation from the EpiFlora study, we're also doing some clustering analysis for the microbiota. And we are planning to have this data in early August this year, so more than a month away. And we're hoping to submit these results to the International Conference of Pre and Probiotics for Pediatrics. That will take place later this year. I believe it's in October. And it would be interesting to look if our clustering analysis is in line with the literature that is available so far, and if certain clusters containing predominantly certain microbes are linked to clinical outcomes, for example, neck or sepsis, and if there's any differences between the HMO and placebo groups. So this we are anticipating to be available in August this year. Okay, thank you. Aus meiner Sicht muss man da schon so ein bisschen Wasser in den Rhein kippen, weil diese Diagnostik doch im Moment noch sehr, sehr aufwendig ist. Herr Hertel bei uns aus der Klinik hat ja auch so eine Studie, wo es um Probiotika geht, Primalstudie im Grunde genommen. Und wenn ich wirklich die kompletten bakteriellen Signaturen mir halt angucke, dann ist das eben keine Bedside-Diagnostik. Das heißt, was wir da natürlich halt brauchten, wären eben Marker, indem man sagt, entweder habe bestimmte Indexstämme, die uns halt führen, oder warum die Frage ja eben ging, bestimmte Metabolite oder vielleicht eine Kombination sogar von beiden, Metabolit und bestimmte Bakterien, ja. Aber der Grundbotschaft, dass der Stuhl eigentlich zu schade ist, um ihn mit der Windel im Mülleimer zu entsorgen, ich glaube, der können alle schon zustimmen. Da gibt es, glaube ich, großes Potenzial. Kollegen, die ja auch mit künstlichen Nasen oder sowas versuchen, ob ich über die exhalative Seite sozusagen, über das andere Ende auch mal gucken kann, was im Darm passiert. Ich glaube, diese nicht invasive Diagnostik, von der werden wir in Zukunft schon noch eine Menge hören. Es gibt noch eine weitere
Frage von Herrn Reper, der sagte, ich will eine provokante Frage stellen. Provokant finde ich sie nicht. Ich glaube, sie hat eine gewisse Zwangsläufigkeit. Die HMOs, wenn sie wie in der Studie dargestellt werden, bei Muttermilch gefütterten Patienten gegeben werden. Ist das nicht ein Overkill? Ja, das ist eine Kann man plausibel da noch eine weitere Verbesserung erwarten? Das ist eine gute Frage. Also die das habe ich jetzt nicht alles gezeigt, aber also bei Reifgeborenen ein Overkill ist es nicht, weil die Mengen, also sie haben fürs 5 bis 15 Gramm in Muttermilch 1000 Milliliter und wir arbeiten im Moment mit 1,5 Maximum, weil das regulatorisch zugelassen ist. Ja, also ich glaube, diesen Overkill gibt's nicht. Jetzt sind wir ja im Prinzip bei der Säuglingsmilchnahrung, nicht in der Supplementierung. Bei den frühgeborenen Nahrung, das ist ja genau der Punkt, also auch in der Studie, die Mehrzahl der Frühgeborenen waren ja im Prinzip mit Muttermilch oder Donormilch im Prinzip ernährt. Und wenn man sich aber das bei den Frühgeborenen anguckt, ist zum Beispiel diese Fokussulierung und dieser Anteil der fokussulierten HMOs in Preterm-Milch, also in dieser Muttermilch, das ist wie ein chaotisches Modell. Also die sind, das fluktuiert, die haben keinen konstanten Wert, weil das geht ja so, diese Fermentation in der Brustbrüse, die scheint so im letzten Trimenon im Prinzip zu beginnen. Und das scheint bei den Frühgeborenen eher noch so ein ziemlich chaotisches System zu sein. Und es gibt Daten, die einfach zeigen, dass die deutlich weniger von den HMOs kriegen, obwohl sie Muttermilch kriegen, als wir Reifgeborene. Deswegen glaube ich, und die Mengen, die bei Frühgeborenen gegeben werden, sind eher ergänzend. Also den Overkill, den würde ich im Moment nicht sehen, weil wir da weit von weg sind von den Mengen, die da möglich wären. Okay, for our colleague Monica Chen, the last two points of discussion were whether one could get this tool into routine diagnostics, which is probably difficult because, as you mentioned, it takes time to look at the signature, so we need more simple methods. The second question was about whether giving these substances to breastfed infants is not just a kind of overkill. And something that has to be found out, because we know that like probiotics, they are not as effective if you add them to mother milk. So there are large studies about this. So this could be. Still, I see the data from France were quite impressive, because in some of the groups they had less than 10% of formula fed preemies. So, yeah, so this is really good performance. Also more than 50% donor milk in one of the study groups, which all shows that you probably are doing a study in the right context of people that are thinking in the way of optimizing nutrition. Mm-hmm. And well, this is probably coming to the end now, maybe because we have to stop in 1 minute. I get now a small note. This is just the beginning. And, yeah, and I just want to add that the purpose of this trial is to really supplement early in life, because we know that early in life, the enteral feeding is not going at the maximal rate for preterm babies. So the hypothesis is that, as you can see, it took around 10 days to reach full enteral feeding. But on top of that, we were able to reduce this time by 2 days. So this effect of the HMO supplementation in early life is really quite quick based on the clinical data that we see. But it's true that the human milk fed babies in early life are not getting enough human milk. And the secretor status is different from donor human milk or preterm human milk. And in addition, I think that for these babies, it's really early intervention that really makes an impact in this case. Okay. So I thank all the speakers, all the audience, and of course the team of the technical support. And I think we have identified so many topics that I'm sure there will be future satellite and future lunch symposia. Well, probably also with lunch bags that you can bang at the end.
And yes, thank you very much. And continue to have a good time at the virtual DPE this time. Thank you very much. Bye-bye. Dankeschön. Danke, Herr Ring. Danke an alle. Tschüss. Thank you, Monika. Thank you.